Wo normalerweise Regionalliga draufsteht, ist heute Hessen-Pokal drin. Das ligainterne Duell zwischen dem FSV Frankfurt und dem KSV Hessen-Kassel, das Viertelfinale im diesjährigen Pokalwettbewerb. Der Frankfurter Platzwart macht die Platzwahl zu was Besonderem mit seinen Friedensgrüßen in Richtung der Ukraine. Und dann wurde der dritte Halbfinalist gesucht, die Kickers aus Offenbach und Steinbach haben vorgelegt. Marcel Heller und sein FSV Frankfurt wollen nachlegen. Am vergangenen Wochenende mit 2:0 in der Liga gegen Balingen gepunktet. Diesen Schwung gilt es mitzunehmen in diesen Pokalabend. Und damit der Sprung rein in den ersten Durchgang. Der FSV in den ersten 45 Minuten von rechts nach links mit Yannick Sommer. Ein einfacher Doppelpass und die erste Torannäherung für die Gastgeber, so kann es gehen. Frankfurt suchte früh in dieser Partie den Weg nach vorne. Kassel brauchte allerdings ebenfalls keine 5 Minuten, um sich das erste Mal offensiv anzumelden. Das ist Dorna mit der ersten Abschlussmöglichkeit für den Tabellenachten der Regionalliga Südwest. Naja aus dem Hintergrund rein in den Frankfurter Nachthimmel. Es war von Minute 1 an offensiv auf beiden Seiten einiges geboten. Gute Viertelstunde rum, die Gäste in diesen Anfangsminuten, das offensiv gefährlichere Team. Das ist wieder Dorna, einmal die Drehung und dann der Abschluss aus der zweiten Reihe. Knapp links, vorbei. Und auf der Gegenseite gibt es die zweite Ecke für den FSV aus Frankfurt. Schon die erste war nicht ungefährlich und auch die zweite sollte es in sich haben. Der Ball rutscht vorbei an Freund und Feind und landet bei Azawak und der trifft nach 26 Minuten zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Der 27-jährige Captain geht voran. In der Liga jetzt nicht gerade fürs Toreschießen bekannt, steht bei einem Saisontreffer, aber der hier ist umso wichtiger. Und Frankfurt jetzt mit Rückenwind. Keine 5 Minuten später Eckball, diesmal von der rechten Seite. Und auch der wird gefährlich. Peters mit dem Abschluss. Und dann im Fünfer gerade nochmal geblockt. Die zweite Welle. Peters nochmal mit der Hereingabe. Und am Ende ist dann Zucker da. Und kann die Szene bereinigen. 35. Minute. Man merkte dem KSV diesen Rückstand an. Offensiv tat man sich schwer. Und defensiv dann dieser Patzer. Das ist Jörn-Hendrik Starostik. Legt ihn vorbei an Zucker hinein ins eigene Netz. Der Unglücksrabe mit dem Eigentor zum 2:0 aus Frankfurter Sicht. Maximilian Zunker im Kasten kommt raus. Starostik will den einfachen Rückpass spielen und dann legt er ihn in die eigenen Maschen. Und der FSV in dieser ersten Halbzeit früh auf Kurs in Richtung Halbfinale. Sprung in Durchgang Nummer 2. Frankfurt hatte zur Halbzeit gut lachen, aber der KSV kam besser aus der Kabine. Keine 5 Minuten nach Wiederanpfiff. Das ist Riesen, der ankurbelt für die Gäste und die spielen es dann schnell, einfach und direkt in Richtung von Iksal und der vorbei an Mujesinovic und dann wird der Winkel einen Ticken zu spitz. Kassel in den letzten 5 Spielen ungeschlagen, am vergangenen Sonntag die Nullnummer gegen die TSG aus Hoffenheim. Bloß so richtig kam dieser Aufwärtstrend in Frankfurt nicht an, auch weil es der FSV offensiv immer wieder gut machte. Gute Stunde rum, das ist Reuter mit der Hereingabe in die Arme von Maximilian Zunker. Es fehlten die hundertprozentigen Torchancen auf beiden Seiten. Und das spielte den Gastgebern in die Karten. Schlussphase läuft, Kassel wechselte nochmal offensiv, brachte Jon Mogge für die vorderste Reihe. Aber auch dem fehlte heute das letzte Quäntchen Glück, um den Ball dann auch mal an Mujesinovic vorbei ins Netz zu legen. Frankfurt verteidigte das in den zweiten 45 Minuten solide runter und dann sind wir schon in den letzten Zügen dieser Partie. Kassel warf nochmal alles nach vorne über die rechte Seite. Die Flanke senkt sich nochmal gefährlich auf, aber eben nicht ins Netz. Und somit bleibt es am Ende beim 2:0-Erfolg des FSV Frankfurt. Der Tabellen-15. der Regionalliga Südwest schlägt den Tabellen-8. und zieht völlig verdient ins Halbfinale des Hessen-Pokals ein. Und Nikolai Seidel ist für euch nach dem Spiel auf Stimmfang gegangen. Am Anfang hatten wir Schwierigkeiten, ins Spiel reinzufinden eigentlich. Da war die Gäste deutlich dominanter, haben natürlich auch durch eigene Fehler in unserem eigenen Spielaufbau immer wieder den Kasselanern Chancen kreiert, wo eigentlich keinerlei Drucksituation da war. Haben dann mit der ersten Halbzeit besser ins Spiel gefunden, hatten mehr Möglichkeiten dann nach vorne, machen natürlich 2 extrem wichtige Tore noch vor der Halbzeit. Sicherlich beide sehr glücklich, aber wir haben es auch einfach erzwungen. Zweite Halbzeit haben wir dann nicht mehr so viel zugelassen. Ich bin mega stolz auf die Mannschaft, weil wir bis zur letzten Minute alles rausgehauen haben. Wir haben uns voll reingekniet. Sicherlich hat nicht alles funktioniert mit Ball. Gegen Ball war der Zugriff in Ordnung und die Einstellung und das Laufverhalten hat absolut gestimmt, das muss man sagen. Vor allem hatten wir noch vor ein paar Tagen das Spiel. Dafür muss ich wirklich sagen, Hut ab ans ganze Team. Allzu viel Zeit zum Feiern gibt es für die Gastgeber leider nicht. Schon am kommenden Samstag wartet der VfR Aalen im Ligabetrieb.